Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring, Part 48. Tja, beim letzten Mal haben wir einen Maid getroffen, der ein wertvolles Amulett entwendet wurde. Und dieser jemand soll sich in irgendeiner Behausung befinden, aber diese Behausung haben wir noch nicht entdeckt. Vielleicht ist das ja die Höhle, die wir eigentlich beim letzten Mal schon untersuchen wollten, aber leider ist uns da ein Hinterhalt in die Quere gekommen. Und wir mussten uns erstmal gegen irgendwelche kleinen Soldaten wehren, die Blutungswaffen verwenden. Und sie haben auch just eine Blutungswaffe gedroppt. Könnte ich auch verwenden, aber die ist auf jeden Fall nicht besser als die Krallen, die ich so gerne verwende. Die machen dann doch ein bisschen mehr Blutungsschaden. Und skalieren vor allem besser. Ne? Mit Geschick, mit Dex. Das ist ja eigentlich eine Dex-Waffe, also die Blutungswaffen in erster Linie. Ja, genau. Und dann war ich kurz verhindert, habe ein kurzes Päuschen eingelegt und just in dem Moment wurde ich auch schon getötet, aber ich weiß nicht wovon. Ich dachte, ich oder habe mich zumindest in Sicherheit gewähnt an dem Ort, wo ich mich da aufgehalten habe. Aber das war wohl ein Trugschluss. Aber jetzt wird auch... Doch, die werden dargestellt. Okay. Wo haben die mich denn hingetrieben? Oder mein Charakter besser gesagt. Hä? Ach so. Oh, Moment, da waren irgendwelche Rohstoffe. Stimmt, hier hatte ich irgendwo gespeichert, ne? Letztes Mal, ja, da. Okay. Beziehungsweise das Spiel hat das gespeichert. Macht er regelmäßig. Wie man immer sieht, oben rechts in der Ecke, ja, genau wie jetzt zum Beispiel. Ja, wahrscheinlich eine Libelle. Oder irgendwas. Ja, Schande auf mein Haupt. Dadurch habe ich jetzt wieder ein paar Runen abgezogen bekommen. Aber egal. Runen sind hier nicht unser Problem, denke ich mal. Es gibt genug Möglichkeiten, hier an Runen zu kommen im Spiel. Sei es nun, indem man irgendwelchen Spielern hilft oder so, ne? Oh, Kristallhöhle am See ist hier auch direkt. Ach so, jetzt kann ich ja mal meine neue Laterne ausprobieren, ne? Als was funktioniert die denn? Das ist die Frage, ne? Können wir die einfach so am Revers tragen oder so? Da ist er, ja. Aber wir müssen sie auswählen. Und dann tragen. Ah, okay. Ah, schade. Oder? Ach nee, die ist jetzt nur an. Die müssen wir nur anmachen und danach können wir dann... Aha. Das ist cool. Okay, ich nehme es zurück. Das ist eine coole Sache. Und ein Ort der Gnade. Da wird wahrscheinlich ein Boss auf uns lauern. Oh, erstmal eine Kiste. Hoffentlich ist das keine Falle. Ah, da unten sieht es nach Boss aus, ne? Schatztruhe durchsuchen. Wieder ein Adernblatt. Das muss irgendein besonderer Gegenstand sein. Ich sag's, ja. Ich muss mir das mal ansehen, dieses Adernblatt. Das lässt mir dann doch keine Ruhe, weil ich jetzt schon öfter mal sowas gefunden habe. Da, jetzt haben wir nämlich schon 8. Findet man seltener Material von Herstellung zu Objekten. Mit dick geschwollenen Adern. Material zur Herstellung von Objekten findet man... Die Adern pulsieren schwach, wühlt das Blut auf und wirkt belebend. Okay, das ist irgendwas mit Lebensenergie. Aber ist wahrscheinlich auch nur vorübergehend. Aber wenn das so selten ist und extra in der Kiste aufbewahrt wird und alles. So, was haben wir hier für Gegner? Also hier sind viele gestorben, so viel steht fest. Ach, ihr seid das nur. Oh je. Das ist ja so ein Bestienmensch, ne? Achso, man kann hier auch runterstürzen. Das ist hier die Gefahr. Ich verstehe. Das ist hier die eigentliche Gefahr. Wir können einen staggern und runterstürzen. Aber sie fallen selber, ne? Und wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, das ist, die Lampe ist echt praktisch. Oh, hier geht's nach rechts hoch. Okay, soll ich da erstmal hochgehen vielleicht? Sonst werde ich hier wieder in einen Hinterhalt geraten, habe ich so den Eindruck. Die hüpfen dann nämlich einfach die Felsen runter. Machen mir dann das Leben schwer. Ja, ich gehe erstmal hier hoch. Also weit reicht das Licht nicht, ja? Da ist so einer. Ah, schleichen macht sich doch bezahlt in der fremden Umgebung erstmal. Aber einem ist es aufgefallen. Da oben habe ich doch fast eine Bewegung wahrgenommen. Dich habe ich gesehen. Na komm mal runter, du kleines Schweinchen. Ich
Wollte gerade sagen, der braucht doch so lange. Na gut, jetzt ist er aufgestanden, leider. Wenn er angreift, steht der Charakter automatisch auf. Aber gut, die sieht jetzt nicht so wirklich als Problem an, die Gegner hier. Klar, in der Masse sind sie immer gefährlich, ne? Aber da fand ich die mit dem Blutungsschaden bald schlimmer, ne, in der letzten Folge. Wenn die alle auf einmal sich auf einen gestürzt haben, dann wurde es ungemütlich. Okay, hier ist noch ein Gang. Obwohl nicht wirklich, ne. Ist hier noch was Besonderes? Schwere Bestienknochen. Oh, das ist neu. Ja. Das ist einer, duck dich doch mal. Bleib doch mal geduckt. Ah, das ist der Große. So, heilen. Und stärker machen. Ei, wird bestimmt auch ein Boss sein. So, was hat er für Knochen? Oh, er hat die Stachelkeule dabei. Haben wir noch eine Waffe. So, superbe. Ach, da geht's noch weiter. Oh Gott. Kann man das überleben? Ein Gaul kann ich hier nicht rufen. Ne, nee, ich glaube nicht, dass man das überleben. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Ne? Weil hier ist ja auch noch ein Gang. Ich laufe erstmal den Gang hier runter. Ach so, dann nehme ich das Moos mit, ne, wenn wir schon mal hier sind. Was soll's? Ja, die letzte Folge ist leider wieder ein bisschen lang geworden, aber ich wollte die nicht schneiden, weil, ja, das hätte nicht gepasst. Also, hat sie sich nicht so wirklich angeboten. Was ist das da? Ach du Scheiße, das ist ja ganz große wieder. Und da sind bestimmt auch noch kleinere, die ihn beschützen, richtig? Na, oh, eine Kiste. Oh je. Hup, hup. Kommt ihr mal, ihr Kleinen. Die Kleinen zuerst. Na, immer die Kleinen zuerst. Man kennt doch die Regel. Boah. Aua, die hauen ja auch ganz schön was vors Fressbrett. Ah, da kommt schon in meine Richtung. Ganz grob. Ja gut, der war nicht wirklich stärker als der erste, dem wir begegnet sind von der Sorte, ne? Aber gut, hier ist es immerhin ein stinknormaler Gegner und kein Boss, ne? Muss man wieder dazu sagen. Oh, was ist denn das hier? Besondere Erze? Silbernes Glühwürmchen. Hm, die Glühwürmchen sind hier, dann nehmen wir sie doch gerne mit. Und wieder Höhlenmoos. Nichts los, außer Moos. Im Moment geht's da rein, ne? Ah, hier ist auf jeden Fall eine Kisten. Oh, Kisten. Mit. Oh, ein Talisman für Speerträger. Aber es muss ja nicht immer heißen, dass es ausschließlich für Speerträger gedacht ist. Weil vielleicht ist das ja eine Poiswaffe oder so. Poiswaffe sage ich schon, Talisman. Quatsch. Hier. Talisman, ne? So, verbessert die einzigartige Konter von Stoßwaffen. Nee, ist wirklich was für Stoßwaffen nur. Ich wünsche mir wirklich mal was für meine Krallen. Also das eine sah ja fast so aus wie. Ist halt nur für kritische Angriffe gedacht, ne? Diese eine Fähigkeit, dieser eine Talisman. Jo, es könnte sein, dass man hier runterspringen kann. Na, ich bin mir nicht so sicher. Weil hier auch so ein paar Blutflecken sind und so. Da wartet wahrscheinlich der Boss, ne? So die Frage, wo man denn wieder rauskommt. Oh, scheiße. Bin auf jeden Fall falsch abgesprungen. Ah, ich hasse Abgründe. Die sind immer so unberechenbar. Oh, nee, warum denn hier? Warum hier? Ich war doch schon in der Höhle. Hä? Habe ich den nicht aktiviert gehabt? Die Biester alle wieder da, wa? Oh nee. Na gut, da fallen nur ein paar. Da muss ich ja nicht alle töten. Das ist ja doof. Wo war denn das Ding jetzt? Ah, nee. Da wollen wir nicht hin. Ich muss mich ja einfach nur genau auf die Karte hier
verlassen und orientieren an der Karte. Dann wissen wir auch, wo wir hin müssen. Oh, befleckte Sonnenblume. Passt ja zum Befleckten. Ah, hier ist so ein Schädel. Hab ich noch gar nicht gesehen gehabt vorhin. Sträflich ignoriert. Kristallhöhle am See. Ja, so viele Kristalle waren hier noch nicht. Also vielleicht sind da unten mehr. Kann natürlich sein. Ja, ich war doch hier dran an dem. Habe ich nicht gerastet an dem Feuer? Komisch. Nee. Offensichtlich nicht. Scheinbar haben mich die Gegner wieder abgelenkt. Oh, wo ist der nächste? Komm schnell hin. Schnell ihn den Chaos machen hier. Oh, Schild sogar von denen. Und einen Glühstein bekommen. Wo ist der nächste? Oh, der Große kommt, Trash. War das der Große? Wir sind nicht. Geh mal nach oben. Sicher ist sicher. Aber zur Not noch raus. Ja, die in der Masse sind auch nicht so gemütlich. Weil die machen auch Blutungsschaden. Haben von mir gelernt. Ah, die umschleichen da noch. Also, die sind wirklich clever, die Gegner. Ja, ist der etwas größere. Ja, nicht der ganz große. Oh. Oh Mann, ey. Ich will nicht die Nachricht lesen, ich will hier looten. Ah, hier hat er zuletzt gespeichert. Na, nett. Na gut, jetzt haben wir ja rastet am Feuer. Pass bloß auf. Ich sollte mich hier von da runterstürzen. Ne? Ja, hier ist ja schon so ein Tipp. Runter voraus. Ja, aber da ist auch ein Blutfleck. Da muss man echt aufpassen, ey. Warum ist hier ein Blutfleck? Oh, hier kann man doch ziemlich bequem springen. Und du? Na? Oh, ja, es geht eigentlich. Also da muss man echt nicht sterben. Ach, wo ist denn meine Laterne? Muss ich die immer erst anzünden? Ja, die muss ich immer erst anzünden. So war das ja hier. Das ist ja witzig. Originell auf jeden Fall. Braucht man dafür irgendwas? Keine Ahnung, vielleicht muss man dafür irgendwas sammeln. Ach, vielleicht diese Glühwürmchen, ne? Da sollte ich vielleicht mal gucken, ne? Müsste ja beschrieben sein. Befestigt dies an der Hüfte, um die Umgebung zu erleuchten, genau. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Eine kleine, ne? Lässt sie beliebig ein- und ausschalten. Sie ist zwar nicht so hell wie eine Fackel, aber dafür bleiben euch beide, naja, deswegen, das war ja die Idee dahinter, ne? Okay. Ist sie jetzt noch an? Ich habe sie ja schon angemacht, ne? Genau. Oh, scheiße. Da muss ich rüberhüpfen, ne? Das schaffe ich ja im Leben nicht. Ach nee, ich kann hier reingehen. Oh je, oh je, oh je. Ist die jetzt an? Ah ja, sie war an. Merkt man sofort daran, dass es heller wird. Beziehungsweise dunkler, wenn man sie dann wieder ausmacht. Ach du Scheiße, so eine Schnecki. Ja, mit der habe ich noch gar keine Erfahrung sammeln können. Ja, die machen irgendwie so einen kristallinen Mist hier. Oh, sie sterben ziemlich schnell. Das ist gut. Solange sie schnell sterben, alles in Ordnung. Wurfdolche. Wer hat denn hier so ein unterirdisches Waffenlager angelegt? Und vor allen Dingen, warum sind hier mehrere Gänge? Fragen über Fragen mal wieder. Ne, es sind nicht mehrere Gänge. Das war kein Gang hier. Ne, das ist tatsächlich kein Gang. Ne. Ich mach mal den Sprung. Genau, das ist der Sprungangriff. Müssen wir üben. Und häufiger verwenden. Ich glaube, der ist wirksamer, als man glaubt. Ne, hier ist auch nichts. Ja, diesmal habe ich mir mal die Uhr parat gelegt, damit ich dann öfter mal gucken kann, dass die Folge nicht zu lang wird. Eieiei. Also über eine halbe Stunde sollen sie dann doch nicht lang sein.
Aber manchmal ist man halt... Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Etliche von den Schneckengegnern. Aber die halten nichts aus. Das ist echt praktisch. Wunderbärchen. Ja, hier geht es immer tiefer. Also sind wir hier richtig. Dann irgendwann kommt der Schneckenboss, richtig? Ach du Scheiße. Nee, jetzt müssen wir uns wieder fallen lassen. Ei, die ist ja sehr tief, die Höhle. Ach du Scheiße, Leute. Oh, da kann man schön looten. Oh, das sieht mir ganz in der Falle aus. Hier darf ich nicht zu weit laufen. Sonst wird es anstrengend. Uff, Glück gehabt. Oh, der hat ja einen geilen Helm auf. Weiche Baumwolle. Warum liegt hier weiche Baumwolle rum? Kann man sich daraus Klamotten... Ach ja, man kann sich ja hier auch Klamotten irgendwie herstellen. War das nicht so? So, ein bisschen Schiss habe ich jetzt. Ich fürchte, da kommt ein Gegner auf uns zu. Früher oder später. Spätestens, wenn wir alles eingesammelt haben. Oh, Schmiedesteine plus 4. Also die 4er. Und plus 2er. Klumpen Fleisch. Ah ja. Auch nett. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ganz viele wahrscheinlich. Oh ja, die machen gut Schaden, wenn sie ihn treffen. Ihrer kleinen... Kristallin Mist hier, was die da fabrizieren. Ich glaube, die können dann auch beißen, bestimmt, wa? Also keine lieben Schneckis. Sonst mag ich ja Schnecken. Aber die hier nicht. Die sind böse. Die greifen an und können sogar zaubern. Heidenei. Da weiß man gar nicht. Na, die fallen ja hier vor allen Dingen gar nicht auf, ne? Oh, Boss? Kurz gesagt, wahrscheinlich. Schwacher Feind voraus. Boss voraus. Blitz versuchen. Oh, da ist jemand gestorben. Aber ich kann hier meine Quallen nicht rufen, ne? Nee. Warum müssen hier ein Boss, wenn ich meine Quallen nicht rufen kann? Doch, ich kann sie rufen. Na denn. Machen wir das doch. Oh Gott. Oh, Blutungsschaden. Ne, den kennen wir doch. Ist ja eigentlich kein Boss. Lass meine Quali in Ruhe. Ne, lass mich in Ruhe. Ah, ich habe ihn nur nicht getroffen, ey. Will ich ihn nur mal treffen? Bluthund, Ritter, okay. Scheiße, ich sollte warten. Okay. Ist relativ schnell wieder weg. Oh, ja, bestimmt. Ja, der kann noch Bienen sich. Also sich Bienen. Oh, scheiße, bitte nicht. Eine Blutungsanzeige baut sich mich ganz schön bedenklich auf hier. Oh, warum müssen die mal an solchen Orten kämpfen? Nein! Scheiße! So, jetzt war es bei mir. Aber ihm auch, oder? Ah! Ah, so leicht ist er nicht. Scheiße. Ah, ich roll mal zu weit weg. Oh, das war eigentlich gleich. Ach ja, scheiße. Ah, der hatte noch nicht mehr viel, ey. Ah, so ein Mist. Oh, ärgerlich, ey. Mm, so knapp. Oh, das ist wirklich ärgerlich. Das war so unnötig. Oh, jetzt den ganzen Weg wieder nach unten. Na, prima. Was machen wir da? Schnell nach unten. Versuchen, den Gegnern zu entgehen. Obwohl, das überlebt man auch nicht, oder?
So, wo konnte ich jetzt hier runter? Ah, Mist, ja, die folgen mir halt, ne? Das ist natürlich ätzend. Hier noch mit Gegnern kämpfen muss. Warum wird denn jetzt nichts mehr angezeigt hier? Seitens anderer Spieler. Oh Mann, ey. Oh, meine Laterne. Es leuchtet meine Laterne. Meine Laterne mit mir. Ups. Da oben leuchten die Sterne. Da unten leuchten wir. Ah! Ah, wie gesagt, ich hasse die Biester, ey. Echt nervig. Oh, du lebst ja noch hier. Ne, den hatte ich übersehen, wie gesagt, ne? Die unterscheiden sich ja fast nicht vom Hintergrund. Oh, das war so unnötig, ey. Tot. Oh, ach, die lasse ich jetzt mal. Nö. Nö. Ich meine, ihr seid jetzt leicht zu knacken. Ne, da muss ich runter, ne? Ja, das war die blödeste Stelle hier. Aber man schafft's. Man schafft's relativ entspannt. Hier fangen einen die Kristalle ab. Ach ja, hier waren ja die. Das Begrüßungskomitee. Kurz vorm Boss. Wäre dann nicht nötig gewesen. Dieser nette Empfang. Wow! Ihr könnt ja auch springen. Seit wann können Schnecken springen? Das wäre mir neu. Ah, ist noch ein? Nee. Waren sie alle, oder? Södele. Geronimo, ein neuer Versuch. Hoffentlich diesmal nicht fürs Klo. Genau, erstmal ablenken. Schweinebacke. Ah! Kleiner Boss, ne? Klar macht der nicht viel Schaden. Kommt ja mal drauf an. Nein, der tötet meine Qualle. Ha, das war gut. Mann, der holt doch so langsam aus, ey. Ah, nein, nein, nein! Da war ich schon Ende Melände. Ah, Mist. Meine Quali hat sich wieder disqualifiziert, leider. Ah, warum treffe ich den nicht? Aber er sich beamt permanent. Ah, ich muss nur mehr Heiltränke haben, ne? Ah. War ich beim ersten Mal ein bisschen sehr leichtsinnig. Oh, Junge, Junge. Das war auch schon nervig, finde ich. Für so einen Mini-Boss. Scheiße, ey. Oh, oh. Oh, oh. Habe ich ihn getroffen? Ja, irgendwie schon. Boah, das war gleich wieder. Wie kann man dem da entgehen? Ey, immer so knapp. Immer so knapp, ey. Oh. Was kriegt man wohl von dem? Erstmal in erster Linie eine ordentliche Tracht Prügel. Oh, nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt nochmal gegen den kämpfen muss, ey. Nein, ey. Ah, langsam kenne ich den Weg. Sehr schön. Oder auch nicht. Hops. Laterni, wo bist du? Bleib doch mal an. Huh? Huh? Ja.
Tschüss. Lasst mal gut sein, ihr Schnecklis. Puh, sind ja schon viele gestorben auf dem Weg dahin. Das muss man wirklich nicht. Das ist unnötig. Ne, wo waren das jetzt hier? Ach hier, nee, hier war die doofe Stelle. Genau. Das war die schlimmste Stelle eigentlich. So. Oh Mist, die hatten ja, die kriegen mich trotzdem mit hier. Ja, jetzt sterbe ich noch an den Schnecken hier. Geil. Verbrauche ich hier meine Lebensenergie, ey. Au! Ah, und danach springt. Dann muss er auch nicht mehr springen. Steckt halt noch eine. Also hat sich die Animation gemerkt. Ja, das ist dasselbe wie in Dark Souls 3. Ja, gut, jetzt habe ich nicht mal die Lebensenergie, die ich eigentlich brauche. Oder ich lenke den immer ein bisschen von der Qualle ab und die vergiftet ihn unterdessen. Das wäre natürlich unmöglich, gell? Weil ich finde den hier echt. Finde den happig. Also leicht finde ich ihn nicht. Weil er sich so wegbeamt, ne? Bevor man ihn treffen kann. Ich bin ja jetzt schon am Arsch. Verzeiht die Ausdrucksweise, aber ich treffe den auch kaum. Jetzt habe ich mal einmal Blutungsschaden gemacht, wow. Au! Schnell. Er macht ja eigentlich immer dasselbe, ne? Mann, warum treffe ich den nicht? Das gibt's doch nicht. Komm, lieber nochmal heilen. Jetzt sieht's ja gut aus. Aua! Komm, Qualle. Vergifte ihn. Na also, meine Güte. Kannst du nicht sehen. Oh, aber ein schönes Medaillon. Moment. Das müssen wir, glaube ich, abgeben. Ich glaube, das gehört der Maid, oder? So, jetzt sind hier mehrere Eingänge und Ausgänge wieder. Weiß ich nicht, wo ich lang muss. Wo muss ich hin? Wo bin ich rein? Ja, die sieht ziemlich identisch aus überall. An allen Ecken und Enden dieser Höhle. Ja, so langsam sollte ich Schluss machen. Ja, das wäre die Bemerkung mit dem Zapfen, ne? Der ist heftig. Also ohne Qualle, boah, hätte ich da schon zu tun gehabt, sagen wir es mal so. Aha, ne, hier liegen die rum, die Typen. Na, von da bin ich gekommen. Ganz offensichtlich. Ja, ich gucke mir jetzt mal das Medaillon an, ne? Was ist denn das für ein Medaillon? Ne, das ist... Moment, doch. Erhöht maximale FP. Das können wir uns aussuchen, scheinbar, ob wir die ihr zurückgeben oder nicht. Das alte Harz des Eldenbaums. Godfrey dem ersten Eldenfürsten. Oh. Das Zeitalter ist von Godfrey noch. Also, ja. Ihm wohnt eine ursprüngliche Lebensenergie inne. Ja, gut. Ist nett. Für Magier auf jeden Fall, ne? Da ist es wirklich praktisch, denke ich. Vielleicht ist es doch nicht das, diese Kette, die haben wollte, oder? Oh, jetzt kommen wir hier raus. Ha! Was bist du? Oh! Ein NPC. Okay. Junge. Kriegen wir hier? Nonenbogen, ja, ist auch nett. Warum nicht? Aber so geil finde ich die nicht. Also nicht das, nicht unbedingt zwangsläufig das Äquivalent vom von der Glut, ne, aus Dark Souls 3. Die hat ja deutlich die Lebensenergie erhöht, ne, wenn man die bekommen hat. Oder Träger der Glut generell war. So, achso. Hier ist auch Ende im Gelände, ne? Die können wir nicht weiter. Hier ist eine Sackgasse. Ja, ganz offensichtlich. Schade, schade.
Obwohl, Hütte? Oh, das ist ein Mann, also wenn. Nee, ist doch eine Frau. Also es ist nicht der Dieb, denke ich. Ja. Naja, jetzt kannst du rasten da dran. Ach so, ja, ich sollte doch mal. Vielleicht mal meine Tränke aufstellen lassen, ne? Also die Flaschen aufwerten, hinzufügen. Heilungs. Genau, ich habe ja jetzt. Ach nee, ich habe nicht genug. Stimmt, ich habe ja nur eine gefunden. Ja. Wie viel brauchen wir denn jetzt? Was steht denn da? Ach, zwei brauchen wir jetzt nach wie vor. Okay. Nicht im Inventar. Wir können gar nicht machen. Flaschen auf. Das kann ich maximal machen. Nee, da kann ich, glaube ich, maximal was hinzufügen bei unseren Tränken, ja. Wo konnte ich das nochmal machen? Mhm. Konnten wir auch hier, oder? Zauber lernen, Arzneimischung, genau, das meinte ich. Können wir das noch dazu hinzufügen, oder wie? Kristallträne, erhöht kurz die Stärke. Ach, kurz die Stärke, regeneriert maximal. Ach so. Moment. Kristallträne. Stärkeknoten. Purpurrote. Als er regeneriert, Hälfte der. Geschickschub macht das. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Oh, ich lasse das mal sein. Ich lasse mal so, wie es jetzt ist. Na gut, dann reden wir mal mit dir. Oh. I told the old hearing brute that I possess no such medallion. Aha. You come to take more from me. Was my other half not enough? Die verwechselt uns. Okay. Ist das dieselbe? Nee. I told the old hearing brute already that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? Mhm. Die wurde also auch bestohlen, die Ärmste. Die allhörenden Barbaren, okay. Sollen wir der auch ein Medaillon bringen oder was? Keine Ahnung, Leute. Hier können wir auf jeden Fall nicht weitermachen. Vorsicht vor Springen. Ja. Hier möchte ich auch nicht runterspringen. Aber ist ja blöd, dass das hier nicht weitergeht, ne? Dass hier nichts ist sonst weiter, ne? Das ist nur dieses Mädel, was auch offensichtlich bestohlen wurde. Also jetzt haben wir schon zwei getroffen, die bestohlen wurden. Ich habe ja ein Medaillon, aber sie möchte es nicht haben, ne? Also das kann man ihr nicht geben. Tja, Leute, dann würde ich mal sagen, das werden wir dann vielleicht beim nächsten Mal klären. Also dann bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal. Schack, lasst es euch gut gehen und falls euch diese Folge gefallen hat, bis daher lasst ein Like in den Norden da. Vielen Dank fürs Zusehen.